Hey, schau Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Ich bin Jason Revive und, ja, das ist jetzt Sturmsuchende Reckoning, könnte man sagen. Part 3 der Sturmsucher-Trilogie. Ob es eine Trilogie bleibt, kann ich euch nicht sagen. Das ist und bleibt ein Rätsel. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir irgendwo nochmal unterwegs Pfeile finden müssen. Aber wer weiß, vielleicht hat ja der gute Bürger hier vorne welche. Der gute Stinky hier. Vielleicht hat er ja welche. Na du? Du hast nicht zufällig sowas, oder? Ja. Ich glaube, er hatte auch sowieso nicht, was ich gesucht habe. Also von daher. Geld hat er in seinem Top gehabt. Also, ne. Ich weiß, du hast keine. Wieso liegen da einfach Bomben? Okay, habt ihr hier oben vielleicht welche? Ich gehe jetzt einfach mal kurz von Tür zu Tür und gucke, ob irgendwer Pfeile hat. Wenn irgendwer von euch Bilbos wird ja wohl hoffentlich Pfeile haben. By the way, wie kommt ihr eigentlich zur Arbeit? Esst ihr hier auf euren Plattformen? Ich meine, könnt ihr hier... Kann man davon leben? Das scheint mir nämlich nicht so. Ich war hier schon mal. Kenne ich daran, dass hier, ne, alles leer ist. Oh, geil, Getwitter. Das passt ja gerade. Runter. Geil. Das fehlt ja gerade noch. Kräftiges Gewitter. So. Nee. Ungefähr in die Richtung. Ich meine, zur Not werde ich mit 10 Pfeilen auskommen müssen. Which is not much. Was an sich überhaupt nicht viel ist, wenn man das jetzt mal so genau betrachtet. Aber hier irgendwo auf dieser hohen, weiten See ist irgendwo ein sehr asozialer Sturm. Ich meine, die Stadt steht noch, also da ist er offenbar nicht gewesen. Ich schau mal da, wo er sonst immer rumpopelt. Das ist in etwa ziemlich weit westlich. Hm. Aber es kann auch sein, dass wir die nächsten 5 Episoden nach dem Ding suchen. Und wenn das der Fall ist, well, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein saftiges Problem. Zumal ich jetzt schon irgendwie die Verbindung verloren habe, wo wir überhaupt sind. Hätte ich keine Seekarte, würde ich jetzt mir echt sagen, so, wow. Where am I? Weil schaut euch mal um, wir sind hier umgeben von nüscht. Außer das da vorne. Und das ist unser Kumpel, der nicht realisieren will, dass einer fucking... Ne? Moment, was ist da? Achso, das ist das. Moment. Da ganz oben waren wir noch. Ich glaube, das ist ein Feenkorridor, oder? Wenn ja, machen wir da mal kurz einen Abstecher zu. Weil wenn, dann will ich da haben, was da haben ist. Mal mit 10 Pfeilen. Also entweder ist mein Aim dann besonders gut. Oder wir sterben beim Versuch. Ich meine, letzteres, ne. Ich hoffe mal, wir können da überhaupt schon irgendwas machen. Aber gut, vielleicht wollen sie unser Fischer irgendwas. Gehen wir erstmal zu ihm. Warum ist da ein... Warum ist da überhaupt so ein... So ein Piratenschießschiff? So ein Schießfilm? Aber gut. Ich meine, ich hätte Geld. Ich könnte Pfeile kaufen. Na, hey, Jönchen, suchst du Pfeile? Ich hab hier keine. Ich bin nur ein Fisch. Hui! Wupp, wupp. Immerhin, das, da lag ich richtig. Na, sehen wir hier Infos. Ich denke, wir können für ein paar Monate so absolut sorgenhaften Schatz mit dem Besitz haben. Weißt du, das sagt der Fakt namens morgische Barriere. Wenn du im Ärmel lang willst, muss es nämlich ein Kokete irgendwas machen dafür. Das ist eine Nebenquest, habe ich gehört. Oh boy. The hell is your problem?
Du legst dich gerade mit dem Falschen an, Kumpel. Du legst dich mit dem Falschen an, Fool. Du lebst dich mit dem an, der kein Aim hat. Get dunked on. Blub, blub, blub. Komm ich da einfach so rein? Ja, das ist einfach offen. Oh, super. Und da hinten ist schon wieder so ein Typ, der sagt einfach nur, boah. Aber ich glaube, der... Alter, ist die See hier wellig. Boah, Blitz! Oh, wird also... Hä? Was hat denn der da? Oh shit, ein U-Boot. Können wir doch da auch gleich mal vorbeischauen, wenn wir schon mal hier auf der Ecke sind, nicht wahr? Was gibst du mir, werte Fee? Ich war noch nicht bei dir. No. Sehe ich auch so. Oh, Junge, Herr Winter weckte. Vielleicht habe ich Pfeile für dich, aber vielleicht auch nicht. Inhale, Kid. Bitte Pfeile, bitte Pfeile, bitte Pfeile, bitte Pfeile, bitte Pfeile. Well, fuck my life, aber es ist auch ziemlich praktisch. Wir wollen heilen hier, ich verpiss mich. Nee, danke, ich habe noch eine Feenversklavung, also... I'm fine. Okay, da hinten ist also irgendwie noch ein U-Boot. Vielleicht gibt es da Pfeile. Wo war denn das jetzt? Ach, da hinten guckt er hin. Ich meine, die See ist super rau hier. Mich würde es ja nicht wundern, wenn es damit irgendwas zu tun hat, aber ich glaube nicht, dass das so ist, oder? Hat Nintendo damals so weit gedacht? Hui! Hey, na ihr Dudes! Na, wie geht's? Ich störe ja nur ungern während der Schicht, gerade so kurz vor Weihnachten. Das ist super unhöflich, ich weiß, aber... I can't. I just can't. Okay, Rubine, schwimm also immer oben. Yes, Pfeile! Klingt ja nur ein bisschen wie Holz aus Minecraft. Ja, es tut mir mal leid, dass ich euch in der Pause stören muss. Aber this is life. That's what all people say. Da brauchst du mich gar nicht so zu Karate moven. Und du bist sowieso... Weißt du, deine Freunde sind am Sterben und hast du nicht gesehen. Und du denkst dir, oh ja, geil, ich schlaf mal weiter. Ich glaube, ich habe meinen Alarm doch nicht gehört. Okay, 20 Pfeile, also... Das sollte auf jeden Fall reichen für das, was ich machen muss. Well... Offenbar ist es Schatz oder Schwein. Und ich entscheide mich für Schatz. Und dann für Schwein. Ich meine, Schatz oder Schwein, es ist wie Wahrheit oder Vulkan. Es ist die beliebteste Serie der Menschheit. Okay. Na, chillt mal. Achso, ich kann auch so bewegen. Na, was versucht ihr, hä? Was wollt ihr machen, ne? Wenn ich hier einfach... Ich swingle hier einfach. Es dauert zwar ewig, bis ich mal aufhöre zu swingeln. Würdest du jetzt mal aufhören zu swingeln? Danke. Okay. Wahrheit oder Schwein? Wahrheit oder Schwein? Das ist meine Lieblingsserie. Ich wollte gerade sagen, und jetzt gibt's hier nichts. Ich besieg die Schweine. Ich umgehe die Schweinarmee und krieg nichts dafür. Das hat ja gerade noch gefehlt. Gib mir alles, was da drin ist. Eine Schatzkarte. Well. Lass mich mal gucken. Hier. Ich meine, da war ich mal. Aber das sage ich häufig in meinem Leben. Hi, Schweinis. Vor allem, ich find's geil, wie sie dieselbe Strategie von damals benutzen. Schmeißen Feuer und Shoryuken.
Noch mehr Pfeile! Und super skurrile Kettchen. Gib mir das. Ich schlag die Scheiße aus dem Kerl raus. Das habt ihr hoffentlich nicht gesehen. In meinem Kopf war es cooler, ja? So, Pfeile sind jetzt kein Problem mehr. Pfeile sind ein Problem, was wir nicht haben. Wir gehen also in 2018 mit einem Problem weniger. Au. Jetzt wünschte ich mir nur, wir könnten das Problem dieses beschissenen Sturms lösen. Ich würde sagen, wir knattern einfach mal ganz krass nach Süden. Den Wolken hinterher und so, ne? Man sagt ja immer, ey yo, was geht? Ich meine, es ist immer, ich finde es persönlich immer faszinierend. Damals wollte ich dem Scheißding entgehen, bis zum geht nicht mehr. Auch damals, als ich das Spiel hier zum ersten Mal durchgespielt habe, wollte ich diesem Sturm immer aus dem Weg gehen. Ich fand ihn immer scheiße. Und es ist ungewöhnlich, dass ich das Geisterschiff zweimal sehe, obwohl ich noch gar nichts damit anfangen kann. Still spooks me. Mad Cash, yo. Bin ich richtig? Ist der Schuschmann richtig? Schuschmann ist vollkommen falsch. Sekunde, ich check das mal kurz. Cool. Ich bin 2 Minuten... 2 Zentimeter vorher. Nice. Ach ja, das war der Sonne entgegen. Stimmt. Ich kann mit deutschen Liedern nicht so viel anfangen. Mad Cash, yo. Ach ja, stimmt, es ist wieder hier. Wir sind wieder hier bei... He doesn't even give a flying fuck. Man, es ist... Ich finde das unglaublich creepy, immer noch. Ich weiß noch, wo ich dem Ding damals das erste Mal begegnet bin. Das... Es ist creepy. Just creepy. It spoops me. Ja, für einen kleinen Schatz hatte ich jetzt... Was willst du denn? Ich hab zu tun. Hier sind überall Stürme, aber das ist die Tingelinsel, also... Das hat leider nicht viel zu sagen. Hoi! Das sind alles normale Stürme, das sind nicht die, die ich suche. Das sind nicht die Druiden, die ich suche. Und die Sonne geht wieder auf. Ja, immerhin kann ich jetzt ein bisschen besser sehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das Gefühl, ich bin dem Scheißding so nah. Und doch so fern. Und dennoch sollte ich vielleicht mal gucken, dass ich Futter in der Tasche habe. Just in case. Sturmi? Sturmi? Ich hab wirklich den Sack dicht nach dir zu suchen. Ach ja, hier ist immer noch Apokalypse Now. Da vorne ist nichts. Was ist das denn? Ach, das war dieses... Diese Pirateninsel-Zeug da. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, jetzt sind wir schon fast einmal... Also wir haben die Hälfte der Strecke schon fast hinter uns wieder. Und immer noch nichts gefunden. Unser Proviant geht aus. Ich habe eigentlich überlegt, schon mein Bein zu essen. Hat aber auch nicht so gut funktioniert. Das war knapper als gewollt. Woher ich Sui kenne? Oh, das ist lange her. That's some long story, bruh. That's some long... Seemannsga... Lässt du das wohl? Das ist auch ein Sturm. Aber du bist auch nicht der Druide, den ich suche. Kann doch nicht wahr sein.
Vielleicht, wenn wir den Sturm fragen, vielleicht weiß der ja, wo der andere ist. Man kann sowas sein. Gibt es sowas wie ein Social... so ein Social Media für Stürme? Und warum denke ich über sowas nach? Es schockiert mich immer viel mehr, über was ich mir Gedanken mache. Da ist er, der Wichser! Da ist er ja! Du Tornado-Kant! Nach dir habe ich gesucht! Dreistes Menschlein! Dass du es magst, dich von verworren, meinen Gott zu lernen! Spüre den Vorhandensort von Zyklos, den Gott des Windes, und sei ihn fortgetragen von meinem mächtigen Wirbelsturm! Kid, sobald ich raus habe, wie ich hier zielen muss, ich mach das jetzt so, fuck this. Inhale! Bäh! Aua! Drei Hits, ich bin besiegt. Dummer Gott. Wirklich imponierend, Junge. Ich schrumpfe erstmal um 10-faches. Du bist der Erste, der in der Lage war, meine Sturmstellenbewegung zu durchschauen. Du standest einfach... Ich habe länger gebraucht, dich zu finden. Ich habe 3 Episoden gebraucht, um deinen Arsch zu finden. Und du schwappst einfach nur in deinem Tornado rum. Denkst, du bist cool. Ich sehe, bist du ein wahrer Meister des Windes. Aber bist du auch in der Lage, diesen Bewegungsablauf zu durchschauen? Könnte schwer werden. Könnte sehr schwer werden, Kumpel. Es könnte mich überfordern. Look at my stick. Kanon des Sturms. Wirklich imponierend. Ich bin mir sicher, mein kleines Wirbelstürmchen bei einem solchen Meisterswindes wie dir bestens aufgehoben sein. Wenn du also schnell Wind das große, weite Meer überqueren willst, mach ich auf ein kleines Wirbelstürmchen zunutze. Tja, dann machen wir wohl besser auf dem Weg nach Hause. Möge Wind mit dir sein, Junge. Können wir das Ganze heute mal mit Star Wars Referenzen lassen? Ich hab's schon mit Druiden genug gehabt. This was enough. Oh, finally. Endlich. Wir können weitermachen. Wir kommen weiter in unserem Leben. Wir kommen weiter in unserem Leben und ich bin hier und frage mich, was, wozu. Und dann fällt mir ein, dass ich das wahrscheinlich noch gar nicht machen kann. Oh, das Schlimme ist, jetzt habe ich einfach nur Lust, wieder das Meer zu erkunden. Das ist einfach mal das, was mir am meisten Spaß macht hier. Aber nee, wir müssen ja mal tatsächlich vorankommen. Wir müssen ja jetzt, wo wir tatsächlich vorangekommen sind, vor allem. Das ist der wohl wichtigste Part an der ganzen Sache. Wir haben ja jetzt tatsächlich Fortschritt vorzuweisen. 3 Episoden hat es gedauert, diesen verkackten Sturm zu suchen. Nur damit ich ihm 3 Pfeile in den Popo jage und er sich dann denkt so, oh ja, Mensch, du bist ja ziemlich gut, was Wind angeht. Du machst ja ziemlich viel Wind um nix, habe ich gehört. Oh, ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent. Kommt drauf an. Muss ich mal, das habe ich keine Ahnung. Kommt drauf an. Ach so, das war die Insel hier. Wisst ihr, der Komplettitätshalber. Wo ist Fischkopf? Wo ist Fischkopf Bumbödel? Da hinten. Mit dem snacken wir noch und dann habe ich noch eine Idee, was wir heute machen können in der Folge. In der Folge hier habe ich gesagt. Mein Jung. Stimmt, sah echt ein bisschen aus wie Gamabunta aus hier in Naruto. Ich hab hier Informationen, willst du haben? Wenn du jetzt irgendwas über einen Sturm sagst, der ziemlich aggressiv ist, ich schwöre dir, ich pack dich auf den Grill. Schwimmende Festung. Impel Down? Das Ding ist Impel Down? Schon Piroken, ich hab einen Dreifuß gehört, Jüngchen. Jedenfalls soll eine Schatzkarte in der Festung versteckt sein. Das ist nicht leicht, da ranzukommen. Du musst dann nämlich reinfahren und dann was tun. Ja. Ja, about that. So, und was jetzt auffällt, ne? Jetzt haben wir ja den Kanon des Sturms. Und folgendes. Wir können jetzt an diese Orte uns hinbeamen quasi. Tingles Insel ist ja praktisch, weil wir da nachher oft hin müssen. Das sowieso.
Heimat, warum auch immer hier, Tantopia, Turm der Götter und dann halt nach Draconia. Können wir uns immer hinbeamen, wann wir wollen. Was aber viel wichtiger ist, ist nämlich diese kleine Insel hier. Wenn wir uns da nämlich hinporten, passiert folgendes schönes Zeug. Dass mein Boot dabei nicht schlecht wird jedes Mal. Ich meine, mein Schiff kann sich da jetzt schon dran gewöhnen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Sind wir auf einmal in einem kleinen Teich. Kind, durch die Winde erweckt. Beachtlich, dass du diesen Ort hier finden konntest. Ich bin die Königin aller Feen. Ich bin dir bereits erwartet. Aber noch ist es so früh, dich zu treffen. Ich weiß davon, dass du viel Anstrengung auf dich genommen hast, um einer wichtigen Person zu helfen. Aber wisse, dass es in Wahrheit noch eine weitere Person auf der Welt gibt, deren Schicksal es ist von der... Und wie das über die Person gefunden hast, du ja einen neuen großen... All die Anstrengungen für okay, wisst ihr, ich werde versuchen, ich sehe zu, wie wir das nächste Mal hier rauskommen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. So, Leute.